Das hier ist Jurka, die Mutter von Bruno, also eine durchaus prominente Bärin, anders als ihr Sohn, der ja leider ein tragisches Ende in Bayern fand und damit als erster und ja damit leider auch schnell wieder verschwundener Braunbär in Deutschland in die Geschichte einging. Problembär Bruno konnte man Jurka erfolgreich gefangen nehmen. Auch sie hatte wie ihr Sohn die natürliche Scheu vor Menschen verloren und war daher in der siedlungsnahen Raum nicht mehr tragbar. Das wäre gefährlich gewesen, sie da weiter rumlaufen zu lassen. Und daher hat man sie wenigstens in ihrem Fall erfolgreich eingefangen. Und jetzt wohnt sie hier und führt das bestmöglichste Leben, was man als Bärengefangenschaft so ungefähr haben kann. Wir wollen uns aber auch noch mit anderen Bären beschäftigen, so wie mit diesem Exemplar. Das ist jetzt schon wieder nicht mehr Jurka. Und damit herzlich willkommen zu diesem Video zum Braunbär. Ich versuche mich ein bisschen kurz zu fassen und ein bisschen was Wissenswertes über die Biologie, Verhalten und sonstiges zum Braunbär zu erzählen. Die Aufnahmen hier sind alle aus dem Wolf- und Bärenpark Schwarzwald. Dazu später noch ein paar Takte mehr und dann wünsche ich viel Spaß. Ursprünglich hatten Braunbären mal ein sehr großes Verbreitungsgebiet von fast ganz Nordamerika, Gesamteuropa und große Teile Asiens. Das ist heutzutage nicht mehr so, beziehungsweise sie sind halt ein Problem, wenn Menschen in der Nähe wohnen. Und dieses Problem in Anführungszeichen besteht bereits seit dem Mittelalter. Bereits da wurden sie drastisch in ihrem Bestand zurückgedrängt. Gerade bei uns in Mitteleuropa gab es da auch nur noch sehr wenig Bären. Die, die noch da waren, waren eine umso begehrtere Jagdbeute, der man mit ziemlich grausamen Methoden, Hundemeuten, Bärenfallen, man kennt diese Schlageisenfallen, Tellereisen und anderen tollen Konstruktionen nachgestellt hat und das bis sie endgültig ausgerottet waren. In Nordamerika sind sie naturgemäß, weil es da erstmal wenig Menschen gab, länger erhalten geblieben und die leben auch heute noch da. Aktuell haben wir in Europa, in Rumänien, die größte Bärenpopulation. Schweden weist noch einige Exemplare auf, gemeinsam mit Finnland. Grundsätzlich sämtliche Karpatenländer haben noch ordentlich Bären und im deutschsprachigen Raum kann man lediglich Österreich erwähnen, die eine funktionierende, einigermaßen stabile, wenn auch zu kleine, um langfristigen Genaustausch zu gewährleisten, Bärenpopulation ihr eigen nennen. In Deutschland ist es hoch unwahrscheinlich, dass wir nochmal eine wildlebende Bärenpopulation bekommen. Während der Wolf noch einigermaßen gut mit dem Menschen klarkommt und sich in eine Kulturlandschaft noch vergleichsweise gut integrieren lässt und was auch schon schwierig genug ist, wäre das mit einem Braunbär wahrscheinlich komplett unmöglich. Mehr oder weniger seit Menschengedenken ist der Braunbär aber auch ein heiliges Tier, da er in seiner Gestalt und der Möglichkeit, sich auf die Hinterbeine aufzurichten, dem Menschen gar nicht so unähnlich ist. Er isst auch ganz ähnliche Dinge wie wir. Das meiste, was ein Braunbär essen kann, können wir auch essen. Er ist teilweise besser darin, noch die Nährstoffe etwas gezielter herauszuholen. Er hat eine bessere Verdauung als wir. Aber das ist auch schon alles. Ansonsten kann man sich beim Bär durchaus was abschauen, was gut schmeckt. Honig zum Beispiel, ne? Also das Gerücht, dass Bären Honig mögen, ist kein Gerücht. Sie essen zwar auch gern die Bienenlarven, aber um den Honig selber geht es ihnen sicherlich auch. Und sie sind als gar nicht mal eines von wenigen Tieren in der Lage, süß auch wirklich herauszuschmecken und am Geschmack ihrer Nahrung festzustellen, wie energiehaltig die ist und damit wie effizient. Der Braunbär ist sehr anfassungsfähig und kann seinen Lebensraum eigentlich aus all dem wählen, was so da ist. Er kann im Wald leben, er kann auch auf Steppen leben, in einem Mix aus beidem, kommt auch im Hochgebirge vor, kommt mit langen Wintern zurecht, aber wenn es keinen besonders kalten Winter gibt, dann hat er auch keine Probleme, dann lässt er einfach den Winterschlaf ausfallen und alles ist in Ordnung. Also ein wirklich sehr anpassungsfähiges, durchaus intelligentes, einfallsreiches Tier. Er gilt als sehr neugierig, weshalb man in Amerika ja bekanntlich beim Wandern aufpassen muss, seine Nahrungsmittel bärensicher zu verpacken. Sonst kommen sie nämlich und gucken nach, was das ist. Und ja, also wirklich insgesamt auch eine ganz großartige und tolle Tierart, die eben im Lauf unserer Geschichte mit uns einiges mitmachen musste.
Wie alle Tierarten mit einem sehr großen natürlichen Verbreitungsgebiet, kommen Bären in ganz verschiedenen Größen vor und ihr Gewicht reicht von knappen 800 Kilo beim Kodiakbär, der als Besonderheit immer die Lachse frisst. Das hat man sicher schon aus verschiedenen Tierdokus gesehen. Schwimmen den Strom hoch, der Bär haut sie mit der Tatze aus dem Wasser und mampft einen Lachs nach dem anderen. Die werden am schwersten. Auch Grizzlybär, ist auch nichts anderes als ein Braunbär, aber halt eben ein besonders großer. Unsere europäischen Alpenbären, da geht man davon aus, dass die selten nennenswert schwerer als 100 Kilo geworden sind, und das betrifft auch nur die Männchen, die Weiblein nochmal deutlich schwerer, also ein viel kleinerer Bär als eben diese Riesenexemplare, die man gewöhnt ist. Die Bären hier im Park, die haben alle so um die 200 Kilo, sind damit also so ein bisschen kleiner als der Durchschnittsbraunbär, den man so irgendwo geschlechterübergreifend bei so 280 bis 320 Kilo irgendwo einordnen kann. Und wenn man sie ärgert und sie sich aufrichten, dann können sie auch mal gerne 2,50 Meter oder noch einen Ticken höher sein. Also eine beeindruckende Gestalt. Wie alle Bären sind sie Sohlengänger, das heißt, sie laufen tatsächlich auf der Fußsohle, genau wie wir, haben fünf Zehen mit fünf beeindruckenden Krallen und sind somit also durchaus gemütlicher unterwegs. So hat es zumindest den Anschein. Trotzdem kann ein Braunbär durchaus bis 50 km/h schnell werden, wenn er sich an Mühe gibt und wenn er dazu Lust hat. Das hält er zwar nicht sehr lange aus, dieses Tempo, aber vom Bär wegrennen zu wollen, ist ein hoffnungsloses Unterfangen. Die sind schneller als wir. Typisch für den Braunbär ist auch der muskulöse Buckel über den Vorderbeinen. Da sitzen nämlich tatsächlich Muskeln und man kann richtig schön sehen, hier beim laufenden Agonis, wie da die Schultermuskulatur sich bewegt, wenn er unterwegs ist. Und da sitzt also schon eine enorme Kraft, insbesondere hinter den Vorderbeinen, die er dann auch primär nutzt. Wenn er mal was töten möchte, dann haut er es einfach mit der Pranke und dann ist es tot. Da gibt es wenig, was dann nicht tot ist. Allerdings kommt es gar nicht so oft vor, dass sie was töten wollen. Sie sind nämlich doch größtenteils eher auf pflanzliche Nahrung spezialisiert und mögen gerne Beeren, Obst, zarte Knospen, Kräuter, auch mal gerne ein bisschen Schnecke, einen Käfer, wenn sie kriegen können, eben besagten Honig und was der Tisch halt so hergibt. Gerne Fisch. Insbesondere Lachs, wenn sie ihn kriegen können. Sie sind da nicht wählerisch und nehmen einfach das, was vorhanden ist. Wirklich jagen gehen Bären nur selten und wenn doch, dann erlegen sie meistens alte, kranke oder sehr junge Tiere und halten so den Bestand gesund. Das ist bei Bären tatsächlich sogar noch ausgeprägter als beim Wolf, auch wenn man dem das immer nachsagt. Er wäre die Gesundheitspolizei und würde nur kranke Tiere erlegen. Nö, der nimmt, was er kriegt. Der Bär hingegen, er kann quasi nur kranke Tiere erlegen, weil er einfach nicht ein besonders guter und geschickter Jäger ist, auch wenn es hin und wieder mal vorkommt. Was uns dann auch zur spannenden Schädelanatomie bringt, da können wir nämlich wunderbar sehen, dass es sich hier um einen Allesfresser handelt. Zwar hat er durchaus wehrhafte Eckzähne, mit denen ein Biss auch ordentlich wehtut. Das verwendet er hin und wieder auch mal, um ein Beutetier zu töten, wobei eben wahrscheinlicher ist, dass er es einfach kaputt haut mit der Pranke. Die Kraft von Bärenpranken ist wirklich so gewaltig, dass sie damit Wirbelsäulen relativ einfach kaputt kriegen. Schädel notfalls kaputt kriegen und das gilt dann auch für Beutetiere, also insbesondere bei den wirklich großen Bären wie ein Elch, der da keine Chance hat, das zu überstehen. Das heißt, ein Tötungsbiss ist eher selten, aber möglich, wie man hier schwer erkennen kann. Allerdings bei dem doch recht umfangreichen Mund, den so ein Bär hat, die sehr beweglichen Lippen, mit denen er sehr fein seine Nahrung auch bewusst und vorsichtig zu sich nehmen kann, fallen die großen Zähne gar nicht sonderlich auf. Also er muss die schon blecken und entblößen, wenn er möchte, dass die gesehen werden. Die Bären hier im Park haben alle teilweise ziemlich schlechte Zähne wegen ihrer dunklen Vergangenheit aus ganz miserablen Haltungsbedingungen und daher sieht man selten,
bei den Bären, die wir hier im Park sehen, mal so einen Eckzahn. Ja, aber dahinter finden wir Mahlzähne, die den menschlichen gar nicht so unähnlich sind, die tatsächlich einem Kauen der Nahrung dienen. Und zum Beispiel pflanzliche Kost oder eben Nüsse, Beeren und ähnliches können damit wirklich zerbissen, zerkaut werden, dann erst geschluckt und sind dann einfach einfacher zu verdauen. Also ein typisches Omnivoren-Gebiss, was wir hier sehen. Wir sind übrigens auch Omnivoren, also wir Menschen. Ja, und jetzt habe ich gesagt, sie können mit ihrem Mund durchaus flexibel umgehen und sind sehr geschickt mit dem Gebiss. Das sehen wir hier. Jurka knackt Nüsse. Das ist ein bisschen Dauerschleife. Sie nimmt die Nuss, beißt sie auf und ist dann in der Lage, selektiv die Nussschale wieder ja, auszuspucken und gemütlich den pflanzlichen Embryo, also das, was wir als Nuss kennen, zu verzehren. Jetzt nochmal mit Ton. Nüsse sind auch eine sehr typische, beziehungsweise auch Eicheln oder Bucheckern und ähnliches, eine sehr typische Nahrung für Bären, da sie darauf angewiesen sind, sich eben besonders energiereiche, stärkereiche Pflanzenbestandteile rauszusuchen bei der pflanzlichen Nahrung. Denn sie haben ein ganz ähnliches Verdauungssystem wie wir, einen normalen sauren Magen, danach einen normalen Darm, keinen übergroßen Blinddarm, nicht vier Mägen wie eine Kuh, keinen Pansen und ähnliches, sondern wirklich nur einen einfachen Magen, der bei Raubtieren auch so vorherrschend ist. Die Besonderheit ist lediglich die Länge des Darms, die dann auch bei pflanzlicher Kost, die nicht ganz so leicht zu verdauen ist, noch ein paar Nährstoffe mehr rausholen kann, als das bei uns dann möglich wäre. Das ist aber auch schon der einzige Unterschied. Also alles, was wir mögen, kann man problemlos dem Bär auch verfüttern. Theoretisch auch und umgekehrt, nur gibt es bei uns halt vielleicht ein bisschen mehr Verstopfung als bei ihm. Ja, Braunbären sind ausgesprochene Einzelgänger. Sie treffen nur mit Artgenossen zusammen unter zwei Bedingungen. Bedingung Nummer 1, Paarungszeit. Bedingung Nummer 2, wenn es irgendwo besonders viel zu futtern gibt und es sämtliche Bären der Umgebung anlockt. Solche Treffen, wenn es viel Futter da ist, laufen meistens friedlich ab, da das dann auch für alle reicht. Also ein berühmtes Beispiel sind eben die Lachs. Geschichten da in Alaska, wo dann die Kodiakbären alle zusammenkommen und jeder sich seinen Lachs holt und es gibt so viel, dass alle so viel fressen können, wie sie nur irgendwie wollen. Ansonsten begegnen sie sich eher nicht. Sollten sie sich doch allerdings mal begegnen, dann gehen sie sich meistens aus dem Weg. Kämpfe sind risikoreich, Kämpfe finden hin und wieder mal um Weibchen statt und damit sind wir dann bei der Paarungszeit. Innerhalb dieser kommt es dann schon mal vor, dass ein Männchen auch längere Zeit bei einem Weibchen verbringt, einfach um zu verhindern, dass es dann noch andere Interessenten an diesem Weiblein gibt und der Nachwuchs, der dann im nächsten Frühjahr zur Welt kommt, dann auch mit Sicherheit von dem einen Männchen und nicht von irgendeinem anderen ist. Aber das hält dann höchstens mal 2 Monate, wirklich im Extremfall, an, dass also zwei Bären zusammen, ausgewachsene Bären zusammen anzutreffen sind. Und die andere Form von sozialer Interaktion, die bei Braunbären vorkommt, kommt, ist dann nur noch das Weibchen mit ihren Jungtieren, die sie meistens im Schnitt 2 Jahre lang versorgt und dann sind sie alt genug, um selbstständig zumindest mal einigermaßen klarzukommen. Und das ist es dann im Prinzip auch. Ja, im Jahresverlauf, im Frühjahr stehen die Bären aus der Winterruhe, muss man sagen, nicht Winterschlaf, das ist ein häufig gemachter Irrtum, auf, suchen sich erstmal ordentlich was zu futtern, was es im Frühjahr gibt. Das wird dann überwiegend tierische Nahrung sein, da die pflanzliche Nahrung noch nicht da ist, weil eben noch aus dem Winter erstmal rauswachsen muss, sozusagen, alles erstmal keimen muss, neu. Und danach nehmen sie das, was sie kriegen können. Im Herbst größtenteils dann eben Nüsse, Früchte und sonstiges. Im Sommer, was da ist. Und im Winter, wenn der mild genug ist und gar keine Winterruhe stattfindet, auch da dann einfach, was da ist. Auch wieder mit einem gewissen Spektrum auf tierische Nahrung. Wenn dann vielleicht auch im kalten Winter, sollte das der Fall sein, irgendwelches Aas zu finden ist, dann nehmen sie auch das gerne an. Finden es auch gut aufgrund ihrer hervorragenden Nase. Die hatte ich noch gar nicht erwähnt. Beim Bär ist es so, die Sinne sind alle so, geht so, mit Ausnahme der Nase, die ist hervorragend.
Ja, die Winterruhe findet hier auch im Park statt, sofern die Bären schon etwas älter sind. Dann halten sie freiwillig tatsächlich eine Winterruhe, weil sie einfach das Gefühl haben, dass sich das so gehört als Bär, was ein deutliches Zeichen dafür ist, dass sie einfach eine hervorragende Anpassung an ein relativ freies Leben mit den Bären wieder vonstatten geht. Wären sie noch in klassischer Gefangenschaft, dann würden sie auch keine Winterruhe halten. Bei Bären ist die Winterruhe nur mit einer geringen Absenkung der Körpertemperatur verbunden. Sie sind daher in der Lage, relativ schnell und einfach aufzuwachen, sollte das notwendig sein, theoretisch zumindest. Praktisch muss das nicht unbedingt so kommen. Und verbrauchen in dieser Zeit dann also durchaus noch eine relativ hohe Menge an Nahrung, weshalb insbesondere Weibchen, die während der Winterruhe gar nicht mal so viel schlafen, sondern sogar ihren Nachwuchs in der Höhle, in der Winterruhe bekommen, ist es oft so, dass sie dann da ordentlich geschwächt aus dieser Zeit hervorgehen und mit massiven Gewichtsverlusten von bis zu 50% ihrer gesamten Körpermasse. Bei Männchen ist das deutlich geringer, aber die haben ja auch keinen Nachwuchs zu versorgen. Ja, und dann geht das nächste Jahr wieder los. Wer Nachwuchs zu versorgen hat, ist mit dem unterwegs, bringt denen bei, was es heißt, Bär zu sein. Und wer Männchen ist, geht seiner Dinge, kümmert sich um bärige Angelegenheiten bis zur Paarungszeit, dann ist man wiederum beschäftigt und danach geht es weiter mit den bärigen Angelegenheiten. Feinde braucht ein Braunbär nicht zu fürchten. Wie gesagt, jeder, der nervt, wird gehauen und ist dann kaputt. Und dementsprechend hat er, was das angeht, ein relativ sorgloses Dasein. Es kommt höchstens mal vor, dass sie von Wölfen geärgert werden oder Wölfe versuchen, den Bären ihre Beute streitig zu machen. Umgekehrt eher unwahrscheinlich. Also das ist auch durchaus ein Verhalten, was wir in der freien Wildbahn beobachten können. Dazu sehen wir nachher noch ein paar Aufnahmen. Dann haben wir das Glück, hier auch eine sehr alte Bärin beobachten zu können. Das hier müsste Kaya sein. Kaya ist tatsächlich so alt wie ich. Guter Jahrgang, 1984 und damit 36 Jahre alt. Gibt Vermutungen, dass Bären in Gefangenschaft, wenn sie von vornherein unter tollen Haltungsbedingungen Haltung ist ja immer blöd, aber dass sie dann theoretisch bis zu 50 Jahre alt werden können, gibt es Vermutungen. Kaya ist mit ihren 36 sicherlich für Bären, die ihr Schicksal erlitten haben, sehr alt und ja, hoffen wir, dass sie noch ein paar Jährchen hat, aber sie hat gesundheitliche Probleme, die eben ihrem Alter entsprechen. Sie hat Arthrose, vermutlich noch Arthritis, schlechte Zähne. Zahnarzt bei Bären ist so ein bisschen risikoreich, der Job daher ist das eher schwierig und kriegt ein gewisses Maß an Medikamenten mit ihrem Futter, damit sie nicht so Schmerzen haben muss. Und ja, man sieht, sie bewegt sich auch nicht mehr allzu viel, sucht da gemütlich nach Fressbarem und führt das Leben einer alten Bären, so gut wie man das halt eben überhaupt irgendwie erwarten kann unter den Bedingungen, die hier herrschen. Aber auch ein schönes Tier. Was auffallen dürfte, ist, dass ihr Pelz nicht mehr ganz so, ja, wie aus der Shampoo-Werbung aussieht. Ja? Im Vergleich dazu, junge Bären haben einfach einen prächtigen Pelz und man möchte sie einfach nur knuddeln. Sie hier ist schon ein bisschen, nicht mehr ganz so kuschelig ausschauend. Ne? Wobei sie wahrscheinlich eher geeignet wäre zum Knuddeln. Aber auch nicht. Nee, so alt ist sie dann doch noch nicht. Was ich persönlich großartig finde, dass es sich bei den Bären hier in dem Park nicht um in Freiheit eingefangene Tiere handelt, mit Ausnahme von Yorker, die gleich wieder ins Bild kommt. Ah, da hinten ist sie schon. Aber da ging es einfach nicht anders, sondern es handelt sich meistens um Tiere, die durch ihr Leben in diesem Park eine deutliche Verbesserung erfahren haben. Wenn wir uns zum Beispiel nochmal Kaya, die eben noch im Bild war, ins Gedächtnis rufen, die war mal Zirkusbärin und musste irgendwelche bescheuerten Kunststücke aufführen. Hat in einem engen Käfigwagen auf Beton gelebt, ohne weichen Boden, ohne richtigen Boden, ohnehin unter den Pfoten und hat sich da auch die Zähne ruiniert und eine deutliche Prägung auf den Menschen mitbekommen, die naturgemäß eigentlich einem Bär nicht zu eigen ist. Viele der hier ansässigen Bären haben eben aus ihrer Vergangenheit und ihrer miesen Bärenhaltung, teilweise in irgendwelchen Garagen, teilweise unter
unter wirklich miserabelsten, tierschutztechnisch hochproblematischen Bedingungen auch psychische Störungen davon getragen. Und wenn wir uns zum Beispiel mal die Jurka angucken, die hat als geborene Freilandbärin und Wildbärin einfach einen enormen Freiheitsdrang, der ein bisschen problematisch ist und hat auch mehr Schwierigkeiten als die meisten anderen Bären, so habe ich mir das zumindest sagen lassen, mit ihren Artgenossen zurechtzukommen, weil sie ja es nicht gewöhnt ist, mit anderen Bären Zeit zu verbringen. Das ist für manche der in Gefangenschaft aufgewachsenen Bären dann noch ein bisschen einfacher. Aber ja, unter den gegebenen Bedingungen ist das für Jurka das beste Schicksal, was sie hat bekommen können. Natürlich, frei hätte man sie theoretisch lassen können, aber das wäre nicht gut gegangen. Da wäre es immer wieder zu Konflikten zwischen ihr und Menschen gekommen. Ja, und das bringt uns zum Thema Therapie Wolf. Hier ist Gaia dabei, Jurka ein wenig zu beschäftigen und hatte offensichtlich enormen Spaß dabei. Wir hören das gleiche ganz nochmal, gleich nochmal mit Ton. Das ist nämlich durchaus auch hörenswert. Das dient dazu, dass die Bären einfach damit beschäftigt sind, sich mit etwas zu beschäftigen, was auch unter natürlichen Bedingungen in ihrem Leben eine Rolle spielen würde, nämlich die Konkurrenz durch Nahrungskonkurrent Wolf, der dann schon mal enormen Spaß am Ärgern von Bären haben kann, beziehungsweise die. Ja, Gaia ist ja ein Weiblein. Und das ist schon spektakulär und ich bin sehr, sehr froh, dass ich diese Aufnahmen hier machen konnte. Man muss dazu sagen, weder Jurka noch Gaia wollen einander hier wirklich verletzen. Aber natürlich ist Jurka auch nicht mehr die Jüngste. Jetzt hat sie die Schnauze voll. Ja, da hat man es gerade schön gesehen. Da hatte sie dann wirklich die Schnauze voll und dann sucht Gaia auch ein bisschen nachhaltiger das Weite, nachdem die auch kapiert hat, dass es jetzt mal genug gewesen ist. Aber das ist nicht, um die Bären zu quälen, sondern im Gegenteil. Sie beschäftigen sich mit artgerechtem Verhalten, dadurch, dass sie mit den Wölfen zusammenleben. Die Wölfe haben was zu tun, die Bären haben was zu tun und so riesig die Gehege hier auch sind. Es ist halt doch nicht dasselbe, wie in freier Wildbahn unterwegs zu sein. Und daher halte ich diese Therapiewölfe, die auf diesem Wege wirklich die Bären an eine naturgemäßere Lebensweise wieder heranführen, für eine wirklich ganz großartige Idee. Und das ist eine tolle Einrichtung. Wer da also auch mal vorbei möchte im Wolf- und Bärenpark Schwarzwald, es gibt auch noch weitere in Deutschland. Ihr findet in der Videobeschreibung alles Nötige, um rauszufinden, wo das genau ist, wie ihr da hinkommt und so weiter und so weiter. Also ich kann den Besuch nur wärmstens empfehlen. Und jetzt gucken wir uns nochmal die eben gezeigte Szene mit Ton an. Hat sich für Tausende von Videos aufgerufen. Tausende. Und das haben wir sowieso, sowieso immer. Die sind ja großartig, die zwei. Ja, Schwanz. Und sie hat ihren halben Spaß. Ja, ja. Mobil versus Kraft. Oh, jetzt, oh, jetzt reicht's. Jetzt. Ja, und damit herzlichen Dank fürs Zuschauen. Gerne bis zum nächsten Mal. Und wie gesagt, schaut bei den Bären und bei den Wölfen vorbei. Das lohnt sich, sofern ihr irgendwie in der Nähe wohnt. Tschüss.